Hallöchen ihr Lieben zu unserem neuen Let's Play Projekt. Wir spielen Mixor, ein weiteres Spiel von Charon oder Charon, aus dem Japanischen übersetzt von Terry Ball. Vielen Dank an Entwickler und Übersetzer. Ihr kennt sicherlich Charon schon von Yanderella und von Mikoto Niki. Worauf genau der Titel hindeuten soll, das weiß ich nicht so genau. Auf jeden Fall gibt es den Begriff Mixor so feststehend nicht, aber Or ist auf jeden Fall Erz, also ist es ein Mix aus Erzen? Ich habe noch keine Ahnung. Wir starten einfach mal ins Spiel. Es ist wieder Horror, aber so wie ich den Titelscreen deute, fängt es wieder total süß und niedlich an und wird dann ganz verrückt werden. Beginnen wir einfach mal. So, und los geht's. Erstmal war Stille. Genau, wie ich es mir gedacht habe, es wird mal wieder gewalttätig und grotesk. Es wird sicherlich wieder Blut fließen. Das Ganze ist natürlich nur Fiktion. Ähnlichkeiten zu irgendwen Lebenden waren nicht beabsichtigt. Genau, die Spiele, die bisher übersetzt wurden, waren wohl alle aus dem Jahr 2013, beziehungsweise Terry Ball arbeitet sich rückwärts quasi durch die Spiele vom neuesten zum ältesten. Also da kommt noch eine ganze Menge auf uns zu. Er hat wohl eine ganze Menge Spiele entwickelt, der gute Charon. Ich sag's jetzt einfach so. Okay, ich höre Sirenen. Ich kann meinen Körper nicht bewegen. Es ist pechschwarz vor mir. Was ist los? Bin ich tot? Ich erwachte und fand mich in einem weißen Zimmer wieder. Es schien ein Krankenhauszimmer zu sein. Ich lag in einem Bett. Wer bin ich? Ich kann mich an nichts erinnern. Habe ich etwa Amnesie? Da saß ein Mädchen neben mir. Eine Teetasse stand auf einem nahegelegenen Tisch. Hatte sie den dorthin gestellt? Hatte sie diese Tasse dort abgestellt? Ich frage mich, was sich darin befindet. In der Teetasse war, oh, ich darf es entscheiden, Erdbeermilch, Honigmilch oder Café au lait. Was würde ich denn nehmen? Ich glaube, ich würde Café au lait nehmen. Ich mag es nicht so mega süß, solche Heißgetränke. Von daher ein Café au lait. Ein wenig Café au lait. Tag 1, Erwachen. Oh je. Ich freue mich schon auf dieses Spiel. Oh. Bist du wach? Kantaro. Hä? Der Name ist voll ähnlich, oder? Wie bei Yanderella. Da hieß er nur Kentaro? Oh, ich weiß es gerade gar nicht sicher, aber so ähnlich auf jeden Fall. Kantaro-senpai. Ich habe mir solche Sorgen gemacht. Hä? Huh? Fufu, was ist denn los? Deine Augen sind so groß wie Untertassen. Ich kann mich an nichts erinnern. Wo bin ich? Wer bist du? Ich rück mal direkt, ganz direkt damit hinaus, heraus, dass ich mich an nichts erinnern kann. Hä? Kantaro, hast du etwa Amnesie? Also, kannst du dich auch an nichts mich betreffend erinnern? Das ist aber enttäuschend. Ich wollte deine Reaktion sehen, wenn du bemerkst, dass ich dich besuchen gekommen bin. Ich habe mich schon so darauf gefreut. Ich bin Ayano. Ayano Café au lait. Ach so, hätte sie sonst Strawberry Milk geheißen oder wie? Boah, die Musik ist ganz schön laut. Ich bin Ayano. Okay. Ich schätze, du kannst dich nicht erinnern, aber die Wahrheit ist, du warst kurz davor zu sterben. Du warst im Weg eines verrückten Mörders und sie haben dich erstochen und sie haben dich verprügelt. Ganz schlimm. Es war schrecklich. Ich bin wirklich froh, dass es dir gut geht. Ich habe mir Sorgen gemacht, dass du vielleicht nicht aufwachen würdest.
Alle anderen aus unserem Club aus unserem Club sind ebenfalls gekommen, um dich zu sehen. Welcher Club? Ihren Arsch berühren? Hallo? Nein. Welcher Club? Du warst der Captain des Fußballclubs. Und kannst du es glauben? Ich war der Teammanager. Haha. Bist du überrascht, Senpai? Aber absolut überrascht. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Oh, sorry. Kantaro, es ist irgendwie so, als wärst du eine ganz andere Person geworden. Das ist irgendwie gruselig. Naja, ich wusste ja schon, dass du ein seltsamer Typ bist. Ist dein Kopf denn in Ordnung? Ist in Ordnung. Halt die Klappe. Bitch, oh Gott. Wie ist er denn drauf? Krass, Mann. Nee, ist okay. Oh ja, es ist an der Zeit, dass wir mit dem Training beginnen. Also werde ich dann jetzt mal gehen. Du musst noch ganz durcheinander sein von der Amnesie. Ich bin mir sicher, bald wirst du wieder ganz normal sein. Es ist in Ordnung, du musst nichts überstürzen. Ich werde dich unterstützen. Ich werde dich anfeuern. Also von nun an, als dein Manager, nein, als dein Junior, also ich glaube, das ist in Japan, wenn man in der Klasse unter dem Senior ist, halt einfach. Sei nett zu mir, okay? Verhalte dich einfach so, wie du es immer getan hast. Selbst wenn du dich an nichts erinnern kannst. Das ist in Ordnung. Wenn du einfach das tust, was du für richtig hältst, dann bin ich mir sicher, wird alles in Ordnung sein. Oh. Kantaro, wenn du möchtest, dann kannst du ruhig den Café au lait trinken, den ich für dich gekauft habe. Den ich dir gebracht habe. Den ich dir gekauft habe. Keine Sorge, der ist nicht vergiftet. Sowas würde ich dir doch nicht antun. Wieso sagt sie das überhaupt? Also dann, wir sehen uns später. Das Mädchen, das sich selbst Ayano Café au lait nannte, ging nach Hause. Sie scheint mein Junior zu sein. Scheinbar wird sie morgen wiederkommen, um mich zu treffen. Ich wünschte mir, dass der Morgen bald kommen würde. Ich möchte Ayano wiedersehen. Na, dafür, dass er eben noch Shut up, Bitch sagen wollte, unterbewusst. Oh, okay, cool. Ich bin noch nicht müde. Das ist ein Stuhl. Ayano saß hier. Und dieser Tisch ist ziemlich stylisch für ein Krankenhaus. Es scheint draußen zu regnen. Mein ausdrucksloses Gesicht wird im Fenster reflektiert oder wiedergespiegelt. Ich glaube, ich könnte ziemlich gut aussehen. Er kann sich ja nicht erinnern. Die Uhr tickt, während die Zeit vorbeiläuft. Was steht da denn? Hier ist eine Namensplakette. Mr. Kantaro. Okay, und hier ist noch ein kleiner Schrank. Ein paar Schubladen sind da. Jetzt, wo ich es mir näher anschaue, bemerke ich, dass das nicht einfach nur ein Schrank mit ein paar Schubladen ist. Da ist auch ein Kühlschrank enthalten. Cool. Darin ist der Café au lait, den Ayano mir gekauft hatte. Huch, oh, er läuft so schnell. Das ist ein Schrank. Da sind Klamotten und ein Mantel. Vielleicht ist der meiner? Most probably. Juhu, magst du Ayano? Ja? Das ist ja ein Zufall. Ich mag sie auch. Ich glaube, Ayano ist die niedlichste. Im Vergleich zu anderen, oder? Ja, jetzt würde ich doch gerne mal speichern. Dann gucken wir mal. Okay, da ist ein Flur hinter dieser Tür. Die Lichter wurden bereits ausgemacht. Ich sollte wahrscheinlich nicht rausgehen. Okay, dann kann ich mich doch nur hinlegen. Ich kann noch einmal hier gucken, ob er den Café au lait trinken will, aber... Sonst bleibt mir ja jetzt nicht mehr viel übrig, also gehe ich mal schlafen. Süß. Oh Gott, da muss ich direkt an Mücken denken, die meinen Kopf umschwirren des Nachts. Ich wirke magisch ja auf Mücken, aber das wisst ihr sicherlich schon. Day 2, das Outing. Bin gespannt, welchen... Okay, egal. Es geht los. Guten Morgen, Kantaro. Wie geht es dir? Hast du dich ein wenig beruhigt?
Ja, hauptsächlich. Zeig mir deine Unterhose. Was denkt er denn immer? Man müsste echt mal schauen, welche Reaktionen sind, wenn man diese krassen Sätze sagt. Oh, das ist gut. Ich habe mir letzte Nacht solche Sorgen gemacht. Ich konnte gar nicht schlafen. Deswegen bin ich jetzt ganz schön müde. Aber ich mache mir immer noch Sorgen um dich. Hey, Kantaro, wenn du dazu bereit bist, wie wäre es, wenn wir ein bisschen rausgehen? Einfach um ein bisschen frische Luft zu tanken. Wenn du dich weiterhin hier drin einhüllst, dann wirst du ganz niedergeschlagen bleiben. Wie wäre es? Ich finde, es ist eine gute Idee. Auf keinen Fall. Okay, wir gehen. Finde ich gut. Ich wusste es. Lass uns gehen. Okay, damit wäre schon mal meine erste Theorie zerstört. Ich hatte schon so eine kleine Theorie im Kopf, aber okay. Es ist heute ein schöner, klarer Tag. Der Himmel ist so schön. Oh ja. Ich bin froh, dass ich diesen Himmel mit dir sehen kann. Es ist so traurig. Du hast alles vergessen. Es ist fast so, als wärst du fort und hättest mich zurückgelassen. Oder etwas? Ja, ja. Es tut mir leid, ich wollte dir keine Vorwürfe machen oder so. Bitte, mach nicht so ein Gesicht. Wobei, kannst du dich denn wirklich an nicht eine Sache erinnern, bevor du deine Erinnerung verloren hast? Nope, oder nicht eine Sache. Also ist ja das Gleiche. Verstehe. Ich schätze, dann weißt du wohl nicht, wer es getan hat. Ich hoffe, wir sind in der Lage, sie zu erwischen. Ich werde sogar helfen, nach dem Bösewicht zu fahnden. Für dich. Wobei, wenn du dich natürlich an nichts erinnerst, dann haben wir auch nicht wirklich viele Anhaltspunkte. Aber ich glaube, das ist der Anfang deines neuen Lebens. Man sagt ja, dass es keine Möglichkeit gibt, Dinge zu wiederholen im Leben. Aber hier bist du und stehst kurz davor, dein Leben mit leeren Karten oder als unbeschriebenes Blatt zu beginnen. Wenn du so darüber nachdenkst, scheint deine Amnesie doch gar nicht mehr so schlimm zu sein. Fühlst du dich immer noch so, als wolltest du deine Erinnerungen zurückerlangen? Also ich hätte sie schon ganz gern wieder. Also wenn ich mir das so vorstelle, finde ich das schon doof. Verstehe. Wenn du so empfindest, dann denke ich, ist das der richtige Weg für dich. Es ist dein eigenes Leben, nicht meines. Senpai, wie wäre es, wenn wir einen kleinen Ausflug zur Schule machen? Es ist ein kleiner Fußweg von hier, aber vielleicht kannst du dich an etwas erinnern, wenn du die Zimmer dort siehst. Alle anderen haben dich immer ein Genie genannt. Also selbst wenn du deine Erinnerung verloren hast, bin ich mir sicher, dass du nicht deine Fähigkeiten verloren hast. Ich möchte sehen, wie du wieder Fußball spielst. Es ist so lange her. Okay, alles klar, lass uns gehen. Gut, es ist auch in Ordnung, wenn wir nur mal kurz vorbeischauen. Lass uns dort drüber gehen. Ist das nicht ein bisschen... Ah, okay. Wir liefen gemeinsam zur Schule. Bisschen anstrengend für einen Schwerverletzten, oder? Naja, gut, vielleicht geht es ihm ja inzwischen gut, weil er im Koma lag und jetzt ist alles geheilt oder so. Naja, ich hatte die Fähigkeit, Fußball zu spielen oder irgendetwas anderes zu tun, verloren. Aber Ayano blieb an meiner Seite und sah niemals böse oder enttäuscht aus. Mit Amnesie waren wir quasi völlige Fremde füreinander. Und trotzdem, Ayano war mir völlig hingegeben oder gab sich mir völlig hin. War Ayano auch damals so, als ich sie noch kannte? Ich bin mir sicher, damals hat sie mich auch unterstützt. Irgendwann auf unserem gemeinsamen Weg begann ich, ihr lächelndes Gesicht genauer zu betrachten. Und dann? Wieso hat die Musik aufgehört?
Ah, okay. Der Tag ist zu Ende. Gibt's hier was Neues? Ayano saß hier. Es regnet wieder draußen. Hier ist auch wieder die Uhr. Hier ist eine Namensplakette. Ich glaube. Da sind explizite Fotos in einer der Schubladen. Und da sind einige davon. Die scheinen alle von dem gleichen Mädchen zu sein. Ich kann ihr Gesicht nicht richtig erkennen, aber sie scheint niedlich zu sein. Ich frag mich, wer die geschossen hat. Jetzt bin ich ganz schön angeturnt, ey. Okay. Das ist jetzt die Frage. Hast du die selber geschossen, mein Lieber? Hast du vielleicht einfach nur vergessen, dass du ein oller Spanner warst? Okay, die Lichter sind schon wieder ausgemacht worden. Na gut, ihr Lieben, wir machen jetzt hier erstmal eine kleine Pause. Ich bin gespannt, wie es sich weiterentwickeln wird. Es war ja erstmal jetzt sehr viel Süßholzgeraspel, aber dass wir in der Schublade diese expliziten Fotos entdeckt haben, das lässt mich doch nachdenken darüber, was unser Hauptdarsteller hier vielleicht für Dreck am Stecken hat. Ich bin gespannt auf jeden Fall. Also, dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Mixor wieder. Dann bis dann. Ciao, ciao.